Herr Faber, erklären Sie uns jetzt, was Sie machen werden mit dem Verkehrsunternehmen. Ich erkläre, was ich kann. Allerdings ist mein Beitrag ja jetzt schon eine reine Überziehung, deswegen mache ich es auch möglichst kurz. Ich möchte zunächst mal ganz kurz noch darauf eingehen, dass man morgens um 5 in Berlin nicht in die Innenstadt kommen soll. Das war mir neu. Ich habe auch sofort, bin ja digital ausgerüstet, bei den entsprechenden Plattformen nachgeschaut. Also es sollte eigentlich zumindest aus den Außenbezirken Berlins, zum Teil auch mindestens was die Achsen des Regionalverkehrs betrifft, möglich sein, bis ins Zentrum Berlins relativ flott hineinzukommen. Vielleicht um 4, um 4:30, ich habe gerade mal geschaut, es gibt eine ganze Menge von Möglichkeiten. Das ist ja gerade auch sozusagen der Eckpunkt, warum ich glaube, dass diese Koalitionsvereinbarung in Berlin auf fruchtbarem Boden stößt, beziehungsweise schon liegt, weil wir haben bereits unglaublich gute Voraussetzungen und jetzt gilt es sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und das packt die Koalition in Berlin jetzt an mit diesem Koalitionsvertrag und das finde ich auf jeden Fall sehr gut, das möchte ich gerade mal voranschicken. Ein Lob für Berlin an den Anfang. Noch was zu unserer Rolle, weil Sie auch am Anfang gesagt haben, es geht ums Geld. Es geht immer ums Geld beim ÖPNV, weil wir auch chronisch unterfinanziert sind. Andererseits können wir das, was wir hier machen, natürlich nie als Selbstzweck definieren und deswegen Geld fordern. Und das tun wir auch nicht mehr, sondern wir sagen, wir schauen uns an, welche Bedürfnisse im Bereich der Mobilität existieren. Wo können wir da unsere Lösungskompetenz einbringen? Da schauen wir auch über den Rand des ÖPNV hinaus und suchen uns Verbündete, die können nur im Wesentlichen jedenfalls. Sie können in jedem Falle im Bereich des Umweltverbundes liegen, auch teilweise darüber hinaus, je nachdem, wie weit wir ins Land gehen. Das können wir vielleicht in der Diskussion nachher noch vertiefen. Aber wir müssen unsere Kompetenzen und was wir bieten können, immer wieder auch hinterfragen. Und da, wo wir nichts bieten können oder wo wir sozusagen schlecht sind, kann man sagen, brauchen wir mehr Geld, um besser zu werden? Oder können es andere vielleicht besser leisten? Die Frage müssen wir uns auf jeden Fall stellen. Mobilität ist so für uns also insofern ein Gesamtthema. Jetzt zu den drei Punkten, die ich ganz kurz adressieren will. Das eine, ja, es fehlt auch ein bisschen in diesem Konzept, deswegen spreche ich es an. Das eine ist, das ganze Konzept redet im Grunde von dem Raum um Berlin und auf der anderen Seite vom entleerten Raum irgendwo am Rande. Die Städte in Brandenburg kommen in diesem Konzept so gut wie nicht vor. Sie haben aber Städte, und zwar relativ wichtige Städte. Ich will jetzt nicht über die ganze Frage Kreisgebietsreform reden, aber egal, was Sie da tun in Zukunft, bleiben diese Städte wichtige Anker im Raum. Das sind Städte, in denen gearbeitet wird, in denen eingekauft wird, in denen verschiedene Funktionen im Freizeitbereich etc. erfüllt werden. Und diese Städte bleiben wichtig. Sie sind auch wichtig für Nahbereich, um sozusagen bestimmte Bedürfnisse erfüllen zu können. Und je mehr man die vernachlässigt, umso mehr kommt man am Ende dazu, dass sozusagen nur noch Achsen in Richtung Berlin gestärkt werden und man sich vielleicht noch um den ländlichen Raum ein bisschen kümmert. Aber das spielt dann gar keine Rolle mehr. Das kann nicht sein. Wir glauben schon, dass man diese Stadtverkehre am Ende und die Mobilität in diesen Städten in den Fokus nehmen muss. Es spiegelt aber ein kleines bisschen natürlich auch die Vernachlässigung dieser urbanen Verkehrssysteme in der gegenwärtigen Politik des Landes wider. Dass wir also sehen, dass ohnehin nicht beabsichtigt ist oder jedenfalls, sagen wir mal so, dass nicht besonders intensiv darüber nachgedacht wird, wie man diese urbanen Verkehrssysteme in die Zukunft bringen kann. Gerade auch die Straßenbahnen, ich nenne mal dieses Wort. Das Zweite ist, danke, das Zweite ist die Achsenproblematik. Sicherlich, Sie haben die Achsen mit Berlin etc. genannt, aber da geht es ja immer darum, dass Sie, Herr Professor Becker, Sie haben es ja wunderschön ausgeführt, bedarfsgerecht ausgebaut etc. wird. Was heißt denn das? Das heißt am Ende im Wesentlichen, dass man den heutigen Modal-Split beibehält. Also man verändert nichts durch eine bedarfsgerechte, gleichwertige sozusagen Infrastrukturbehandlung, ändert man nichts am Modal-Split, sondern sagt, es muss alles irgendwie so weitergehen, wir wollen ja keinem wehtun. Das kann aber gerade in Bezug auf Berlin ja nicht mehr sein. Also wenn Berlin wirklich ernst macht mit der Verkehrspolitik, die Sie eben genannt haben, dann bedeutet das Parkraumbewirtschaftung, steht ja zumindest drin im gesamten Innenstadtbereich, dann bedeutet das mehr Tempo-30-Zonen etc., Vorrang für den ÖPNV. Es wird also weniger Möglichkeiten für den motorisierten Individualverkehr mindestens im Innenbereich von Berlin geben. Wo sollen denn dann die Pendler aus Brandenburg hin? Die können ja nur sozusagen dann sinnvollerweise durch ein vernünftiges SPNV-System nach Berlin hineingebracht werden. Also muss man umsteuern und mehr Geld in dieses System hineinstecken und die entsprechenden Achsen auch ausbauen. Es gibt
eine ganze Menge von Punkten, die auch wieder im Berliner Koalitionsvertrag wunderbar drinstehen, wo Achsen ausgebaut werden müssen. Gerade für Brandenburg hier unten in dem Raum, für Potsdam ist besonders wichtig, die Stammbahn hier an der Stelle zu erwähnen, weil wir mit den bisherigen Möglichkeiten, die wir auf dieser Achse haben, in Zukunft nicht mehr zurechtkommen werden. Der RE1 ist heute bereits derart überlastet, dass man kaum noch weiß, wie man da in die Fahrzeuge zu bestimmten Zeiten hineinkommen soll. Das wird noch mehr und deswegen braucht man hier eine zusätzliche Entlastung, einen Bypass und das kann im Wesentlichen an der Stelle zum Beispiel die Stammbahn nur sein. Es gilt aber in alle Himmelsrichtungen im Grunde gleich. Das zweite sind Achsen innerhalb von Brandenburg selber. Es ist ja ein bisschen wunderbar von selbst gelaufen, dass man sagen kann, es gibt sowas wie einen Plusbus. Die Landesregierung hat allerdings bisher relativ wenig dazu beigetragen. So ein Thema Landesbusnetz und das auch als Thema für sozusagen Achsenentwicklung innerhalb des Landes. Die Orte, wo sich noch etwas bewegt, miteinander zu verbinden, möglichst schnell, das sollte auch ein Landesthema sein. Andere Länder fördern das auch. Also das tut Niedersachsen, das macht Baden-Württemberg, das macht auch Thüringen. In Brandenburg könnte ich mir vorstellen, dass man sowas auch noch stärker anschiebt. Die schönen Initiativen, die es da bisher gibt, die könnte man auch noch weiter ausbauen. Das dritte ist das Thema Digitales. Ein kleines bisschen lese ich hier eine gewisse Zukunftsgläubigkeit heraus, die mich dann doch überrascht. Also da steht ja einiges drin von wegen, da gibt es ja ganz tolle Modelle in Zukunft und da kann man sich ja darauf verlassen, dass sich da unheimlich viel tut und dass da Innovationen kommen werden und die werden uns unglaublich weiterhelfen bei einer nachhaltigen Gestaltung des Verkehrs. Ich mache es mal etwas verkürzt. Das halte ich dann doch für ziemlich blauäugig, um ehrlich zu sein. Wir haben einerseits das Thema Elektromobilität, wo kein Mensch weiß, wie sozusagen die 1 Million Fahrzeuge überhaupt bis 2020, die die Bundesregierung gerne hätte, auf die Straße kommen sollen. Abgesehen davon sind das natürlich auch Fahrzeuge, die auch nicht gerade irgendwo grün sind und die Karosserien haben, die aus Bambus hergestellt werden. Schon gar nicht ganz zu schweigen von den entsprechenden Batterien, die da drin stecken und den seltenen Erden mit deren ganzer sozusagen Herstellungskette, die dahinter hängt. Also das sind doch alles Fragen, die muss man sich sozusagen stellen. Ist das wirklich eine Lösung für die Zukunft? Ist es sozusagen faktisch eine und ist es eine realistische für die nächsten Jahre? Höchstwahrscheinlich nein. Noch schlimmer sieht es beim autonomen Fahren aus, wo ich mehrfach jetzt gelesen habe von diversen Personen in deutschen Zeitungen, die sich damit einigermaßen auskennen, es sei realistischer, dass wir zum Mars fliegen, als dass autonomes Fahren in den nächsten Jahren kommt. Also hier haben wir so viele technische und rechtliche Hürden, die zu überspringen sind, dass es auch unrealistisch ist zu glauben, dass da nun irgendetwas kommt, was den Pkw-Verkehr nun so aufrüstet, dass er sozusagen dem ÖPNV grundsätzlich überlegen wäre. Das heißt, auch an der Stelle muss ganz klar nochmal drüber geschaut werden. Also da habe ich einen ganz klaren Kritikpunkt, dass ich sage, also guckt euch das nochmal genauer an und überlegt euch, ob ihr wirklich mit solchen relativen Wolkenkuckucksheimen die Diskussion in den nächsten Jahren in Brandenburg angehen wollt.